meine, unsere Intention, beziehungsweise ich hatte gedacht, so ein Präsident, so ein Mensch, der im Moment so unter Beschuss steht, der muss auch was Gutes haben. Der hat auch seine gute Seite. Und da kam die Idee, wie können wir das verbinden, dass die Menschen hier etwas anders, mit einer anderen Denkweise rangehen. Dass sie auch mal versuchen zu gucken, was macht der Gutes und welcher Spruch holen wir da. Und dann kam die Idee, liebt eure Feinde. Das ist ja ein Spruch, der findest du in der Bibel, in manchem Buch. Einfach, ja, liebe deine Feinde. Wenn du Lösungen willst mit Menschen, mit Problemen, musst du mit ihnen reden. Und diese heutige Zeit, es wird immer weniger miteinander gesprochen. Also wir haben eine Kooperation gehabt zwischen Heinrich Werner Ochs und mir. Und wir kamen dazu zu dem Entschluss, einen Donald Trump zu sägen für den 1. Mai. Und der 1. Mai ist, sage ich mal, ein Streichetag. Mit dem Donald Trump, jeder ärgert sich über ihn, aber die negativen Seiten werden halt sehr schlecht oder sehr dunkel dargestellt. Es wird immer nur das Negative ins Rampenlicht gestellt und das Positive fällt in meinen Augen im heutigen Alltag immer mehr zurück. Ich sage mal auch durch Medien, wie zum Beispiel jetzt im Handy, durch SMS, kann man auch keine Sympathie mehr darstellen. Und ich finde bei solch was, da sieht man einfach noch eine Sympathie, da hat sich jemand Gedanken gemacht und die Menschen fahren vorbei, jeder schreit, jeder ruft was, jeder zeigt einen Daumen hoch oder coole Aktion. Man hält als Künstler oder als Umsetzer nur positiv Sachen.